Was bringen Sie denn zum Vorlesetag? Ja, was bringt uns zum Vorlesetag? Eigentlich mein Nachbar und Freund, der Andreas Rückroth, der kam vor 3 Jahren zu mir an, war ja gleiche Jahreszeit, ist ja immer im November der Vorlesetag. Ich sag, Mensch, da ist doch so ein Vorlesetag bundesweit, da müssten wir uns dran beteiligen, da machen wir mit. Ich sag, super Idee, machen wir auch. Gesagt, getan, wir hatten zwar nur 5 Tage Vorbereitung, rubbel die Katz, in 5 Tagen haben wir das Ganze auf die Beine gestellt. Wir hatten am Anfang, glaube ich, 200, 300 Kinder, was ja auch schon viel ist. Mittlerweile sind wir zwischen 600, 800, letztes Jahr gaben fast 1000 Kinder da. Und weil wir eben so eine besondere Location haben, haben wir auch einen Preis gewonnen. Wir sind Vorlesehauptstadt, neben Mainz, übrigens die zweite, wir sind nur zwei in Rheinland-Pfalz. Ist auch super gelaufen, sehr gut angekommen, haben gesagt, das machen wir nochmal. Und dann haben wir es nochmal gemacht und letztes Jahr waren sage und schreibe fast 1000 Kinder da. Fast 1000 Kinder. Habt ihr überhaupt Lust auf was ganz Tolles? Ja! Ich viel Spaß. Dann sagen wir dem Andreas erstmal vielen Dank, dass das heute hier möglich ist. Ah, das kennen Sie schon weg. Wollt ihr das denn nochmal hören? Erstes Kapitel. Ein feuchter, kalter Wind fuhr im neuen August. Heute ist doch Vorlesetag, oder? Ja. Und dafür sind wir hier nach Marienthal gekommen. Vorn ging der kleine Tiger und hinten der kleine Bär. Das war der Augenblick, in dem ich zum ersten Mal eines der schaurigen Lieder der Zwergpiraten hörte. Keine Welle war den Zwergpiraten zu hoch. Es lebte einmal im heiligen Russland ein Bauer mit Namen Wassili Grigorowitsch. Der hatte 3 Söhne. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die finde ich eine der spannendsten Geschichten. Ich habe natürlich auch ein Erzähltheater mitgebracht. Aus einer kleinen Idee, sehr spontan, ist ja was Großes gewachsen. Wir können doch wirklich mit Stolz Fug sagen, wir sind berechtigte Vorlesehauptstadt, denn wir sind mit 15 Einwohnern doch zu einem riesen Vorlesemekka gewachsen. Also ein Vorlesemekka, 15 Einwohner, 1000 Kinder zum Vorlesetag. Und dieses Jahr sind es auch weit über 500 Kinder, die wir hier wieder in unsere verschiedenen Locations unterbringen. Bei uns gibt es, wir haben Hotdogs mit Ketchup. Ich weiß, dass die Katrin Brück von den Heinzelmännchen tolle Croissants gebacken hat. Beim Philipp gibt es wahrscheinlich wieder die belgischen Pommes, die hier immer sehr gut ankommen. Highlight dieses Jahr, Polizei. Es gibt an jeder Location was Leckeres zu essen. Und schon alleine deshalb würde ich empfehlen, auf jeden Fall hinzugehen. Hat es euch gefallen überhaupt? Ja! Wem hat es am besten gefallen? Ja. Du warst als Erster. Du bekommst für deine Klasse diese Urkunde. Wunderbar, schön, dass ihr da wart. Klasse 4, feierliches Gesicht. Bitteschön.